Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Pokémon Weiß Mono Dragon Type Lock Challenge. In diesem Part werden wir natürlich die Elektrolythülle machen, aber als erstes ein kurzes Team Recap, denn hat sich ja ein bisschen was verändert und zwar habe ich wie gesagt Botalander reingenommen mit den Attacken Feuerodem, Ramboss, Fliegen und Flammenwurf. Dann ist Dragonir auch auf Level 32 gekommen mit Feuerodem, Flammenwurf, Slam und Donnerblitz. Dann haben wir noch unseren guten Jokom, den habe ich jetzt nicht wirklich mehr hochgelevelt mit demselben Moveset, genauso wie Aquila. So, das Ding ist nämlich, stopp, das ändern wir nämlich gleich, denn wir werden mit Dragonir wahrscheinlich keinen einzigen Kampf bestreiten, denn das ist eine Fliege, die einem Elefanten ausgesetzt ist, weil das Ding hält einfach nichts aus, aber wirklich gar nichts. Das ist so traurig beim Training, ne? Nach jedem zweiten Kampf, du musst es heilen gehen, weil das Ding einfach nichts ausgehalten hat. Oh, war das schlimm. Glaub mir, oh, war das schlimm. Oh, und deshalb, Blattstein, was? Ey, ich krieg in diesem Scheiß-LP so viele verschissenen Steine. Leuchtstein, what the fuck? Aber wenn ich mal solche Steine bräuchte bei irgendeiner Randomizer, dann würde ich die nie im Leben bekommen. Das geht mir gerade so auf die Nerven auch wieder. Weil ich habe nämlich jetzt kurz vor der Aufnahme hier trainiert. Und das war einfach so nervig. Butterlander ging easy nach oben. Das war überhaupt kein Problem. Steuerrack ist übrigens. Wird 32. Was hat der genommen? Wir sind eventuell ein bisschen. Das hat gar nichts gemacht an Schaden. Eisenschild sollte aber auch nicht so viel machen. Okay, wir sind doch ein bisschen mehr underleveled, als ich dachte, muss ich gestehen. Okay, das ist natürlich jetzt ein Ass-Trainer, der hat von Natur aus ein bisschen höher gelevelte Mons, aber trotzdem. Ich glaube, ich unterschätze hier die Trainer gewaltig. Prinzipiell, auf welchem Level ist denn die Arena-Leiterin? Also wenn die Level 40 rum ist, dann müsste sie ja irgendwie 48 rum dann sein, oder nicht? Oh, Kinders. Das kann alles so in die Hose noch gehen. Weil ich habe mir mal ausgerechnet, wenn ich prinzipiell so weitermache wie jetzt. Ach, der hat nur einen Mon gehabt, okay. Dann ist es auch wieder eine andere. Ich habe mir mal ausgerechnet. Prinzipiell müssten wir nach etwa 22 bis 23 Parts hier durch sein. Weil so nach meiner Rechnung, wenn wir hier so geschmeidig weitermachen, ohne dass großartig was passiert, womit wir wirklich rippen können. Weil selbst wenn nämlich sogar ein Pokémon rippt, ne, bedeutet das ja eigentlich nur, dass das im Normalfall ein schwächeres Pokémon war. Und zum anderen bedeutet das, wir müssen nicht so viel leveln und so und zwischen den Pokémon wechseln und sowas, sondern würden wahrscheinlich sogar noch schneller durchgehen. Deshalb, ja, weiß ich nicht mal, wie ich das einschätzen soll, aber ich denke, im besten Fall sollte nichts sterben, das ist natürlich klar. Weil ihr habt die jetzt schon wieder hochgelevelt und ich habe eigentlich keinen Bock, dass wieder irgendwas mir wegstirbt. Ganz ehrlich, da habe ich echt keinen Bock dazu, keinen Bock. Ich will damit jetzt... Seht ihr, wieso ist der jetzt... Der ist jetzt einfach Level 31 und der davor war Level 37. What the fuck? Die Levelkurve mit den 20%, ne? Ich sag mal so viel, ne? Die Levelkurve mit den 20%. Da. Auf jeden Fall, Brutalander ist ein super Mon mit Fliegen, muss ich sagen. So ein geiler Stabfliegen. Der haut schon ganz gut rein, muss ich gestehen. Der haut schon sehr, sehr gut rein. Wenn wir es genau nehmen. Und ja, für diesen Part habe ich ja eigentlich gesagt, machen wir den Maxi-Part. Ihr merkt schon, bis jetzt habe ich noch kein Thema angerissen. Wir werden auch jetzt... Ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch mal ein Thema anreißen werden. Wahrscheinlich schon. Das Problem ist, ich weiß halt nicht mehr, worüber ich so viel reden soll. Denn es ist ein bisschen schwierig, so passende Themen zu finden, mit denen du wirklich lange reden kannst. Man kann natürlich immer über Aktuelles reden. Wenn irgendwas Spannendes Aktuelles passiert, dann natürlich. Aber zum Beispiel sowas, was wären jetzt im Moment aktuell, was weiß ich, Trump. Darüber müssen wir, glaube ich, nicht reden, ne? Ich glaube, Deutschland muss über Trump nicht reden. Jeder weiß, wie Deutschland zu Trump steht. Vielleicht so 5% finden ihn super geil. Oh, Trump, yay, der wird alles besser machen. Ich weiß nicht. Sei mal ehrlich, ich mochte beide Kandidaten nicht. Es war mir im Prinzip war es mir sogar egal, wer gewinnt. Ich mochte einfach beide nicht. Ich hätte sie beide nicht gebraucht. Aber, oh. Ein Lebenorb, das ist ein gutes Item. Das kann natürlich auch immer... Lebenorb ist halt so gefährlich. Das kann immer gerne in die Hose, aber sehr schnell in die Hose gehen. Ich hätte immer noch übrigens einen Latios oder einen Latias, dem ich das Item Seelentau geben kann. Das wäre einfach so ultra geil. Aber naja.
Das wird wohl für immer ein Wunsch bleiben, ne? Eventuell. Ja, also für den Part war ja eigentlich das Maxi-Ding geplant, aber ich habe es mich jetzt umentschieden und zwar werden wir es jetzt so machen, dass wir jetzt die Elektrolythülle machen und das alles vor dem Turm der Runden und dann den Turm der Runden mit der Arena kommen. Weil wir ja nach der Arena noch gegen Sharon kämpfen und der gibt uns ja dann die VM Surfer. Mit Surfer müssen wir dann einige Sachen nachholen. Vor allem TMs müssen wir nachholen, denn ich möchte schon ein paar TMs haben, die jetzt mir auch ein bisschen nützen. Weil vielleicht hat man Glück und man findet sowas wie den Draco-Meteor, man weiß ja nie. Oder Drachenpuls oder Drachenklaue. Obwohl man Drachenklaue nicht mal unbedingt braucht, weil ich glaube, jedes meiner Monster lernt von selbst Drachenklaue. Aber sowas wie Erdbeben, ne? Erdbeben wäre natürlich. Oh. Erdbeben würde mir mein Leben so viel einfacher machen, das ist einfach unglaublich. So, und ihr gebt mir zwei Nuggets, das ist sehr gut, denn wir brauchen Geld, denn. Wir kommen jetzt wieder nach Panaero City. Was heißt wieder? Wir kommen nach Panaero City und dort gibt es die Wetterattacken VTMs, die wir uns kaufen können. Und wenn da ein gutes, ein Perle ist auch sehr gut. Wenn dann eine gute Themen dabei ist, darüber wäre ich natürlich sehr, sehr dankbar. Mit der. Oh, fall da bloß nicht runter. Hier ist noch mal ein Item: Kingstein. Ich wollte gerade sagen, der ist eigentlich ganz gut. Der bringt uns was, aber tut er gar nicht. Ich meine, damit können wir flinchen, aber. Auf dem Flinch, da habe ich lieber die Scoblins, mit der ich zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit kritte. Das sage ich ganz ehrlich, weil. Flinchen. Da habe ich lieber den Crit, der den Gegner direkt rausnimmt, ne? Da habe ich lieber den Crit. Und Moment, ich meine, hier war irgendwo noch ein verstecktes Ei. Okay, dann war es doch das. Ach ja, und Team Plasma kommt ja jetzt auch nochmal. Ja, geil. Geil. Boah, ich freue mich. Wisst ihr, auf was ich keinen Bock habe? Auf die Surfer-Dinge. Auf diese verschissenen Surfer-Routen, wo wir dann noch hingehen werden. Ich meine, die könnte ich ja umgehen, aber wir brauchen die verschissenen Level und wir brauchen die Möglichkeit, neue Pokémon zu fangen. Vor allem, weil da die Monster höher gelevelt sind, könnten sie natürlich potenziell mit einem Legi-Encounter geswitcht werden. Zum Beispiel habe ich auch schon Deoxys Mewtwo und sowas konnte in der Randomizer. Ja, es ist ja normal gerandomized, also von dem her. Können eingesetzt werden. Ich denke gerade nach, hat der Typ nicht auch im normalen Kampf ein Folikon? Also auf dem Level nicht. 35 ist zu hoch, hätte ich gesagt. Aber hat der nicht auch ein Folikon? Bleibt das Standing, weil es so ein Arzt ist oder so? Ich weiß nicht, nach welchem Prinzip das funktioniert. Aber könnte ich mir jetzt tatsächlich vorstellen. Mysteriös, mysteriös. Oh ja. Oder man könnte auch jetzt hier im Raumschlag kriegen, ne? Ich meine, Palkia wird es von selbst erlernen. Aber den anderen wird es auch nicht schaden. Oder irgendwas, was sonst gegen Eis-Pokémon wirklich gescheit hilft. Aurasphäre. Ja, wohl Aurasphäre. Dann lieber sowas. Oh, Ableitip. Stellt euch mal so einen geilen Ableitip auf Butterlander. Oder Knackrack vor. Oh, leck. Warum muss dieses dreckige Ganovi. Haben die nicht im normalen Spiel auch Ganovi? Was ist denn jetzt los? So, was ist das nächste, Mann? Fleckmann. Okay, das haben sie gar. Dann ist das. Ja, ist das ziemlich interessant gerandomized gewesen. Sehr, sehr interessant. Das war so ein Lucky Strike, nennen wir ihn jetzt. Auf jeden Fall. Was auch sehr gut ist, dass wir Brutalanda haben mit Bedroher. Was heißt mit Bedroher? Es hat natürlich immer Bedroher. Saphira möchte Drachenroute. Ja, besser als Slam ist es schon, ne? Ich meine, wir können damit einen Gegner raushauen. Es kann eventuell mal nützlich werden. Aber wie gesagt. Oh, Reptin wäre geil. Aber wie gesagt, nur eventuell, ne? Das ist tatsächlich eher unwahrscheinlich, dass wir mal die Drachenroute brauchen werden, weil. Wenn nämlich ein gegnerisches Monster zum Setup kommt, dann sind wir so und so wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich sogar RIP, weil. Was soll ich denn da entgegenwerfen dann in dem Moment? Da gibt es nicht viel. Nein, genau. Das hieß da sehr richtig. Und jetzt kommen dann auch, wenn wir draußen sind, die ganzen Dreierkämpfe und Reihumkämpfe. Oh, die werden knackig. Die werden knackig. Ich sehe. Oh, ich habe ein bisschen Schiss. Ich habe ein bisschen Schiss, weil jetzt sind ja. Jetzt sind nämlich die Mons sowas wie Zerapendra. Oder Zebritz und die sind auf ihrer Endstufe. Die können mit sehr, sehr starken Mons getauscht werden. Sehr, sehr starken Eis-Pokémon, sagen wir es mal so. Warum hat eigentlich Team Plasma so verschissen schwache Pokémon? Ich verstehe es nicht, ja. Auf jeden Fall.
Das kann sehr gefährlich für uns werden. Das kann sehr, sehr gefährlich für uns werden. Ich würde am liebsten Team Plasma gerade umgehen, weil die einfach so schwache Pokémon haben, die mir einfach keine Erfahrungspunkte bringen. Aber wirklich nicht. Rotalanda rotzt die halt weg, als wären sie nichts, weil sie nichts sind. Aber lol, was soll ich dazu sagen? Habe ich gerade 95% Fliegen nicht getroffen. Und jetzt krittet der. Och, noch. Zögert es doch nicht so dumm hinaus. Was soll denn das? Ihr habt eh keine Chance gegen mich, ganz ehrlich. Das Einzige, womit ihr gewinnen können würdet, das wäre ein Sneebel, ein Snibunna, was weiß ich, was gibt's noch so? Ja, Elfhund wäre gut, wenn wir jetzt in der Gen 6 wären, sind wir aber nicht. Wir sind Gen 5, da bist du noch keine Fee. Da machst du noch nicht viel. Tschüss, Elfhund. Schön, dass du hier warst. Das bringt wenigstens Erfahrungspunkte. Das halte ich dem Elfhund jetzt zugute. Aber es reicht nicht mal für ein Level. Das macht mich traurig. Ich glaube, wir werden auch jetzt momentan mit Brutalanda mal ein bisschen vorne bleiben, bis es auch Level 35 ist und dann erst Knarksel vorziehen. Oh, drei Pokémon. Ansonsten, wie war euer Tag heute so, Kinder? Meiner war bis jetzt, es ist 11.12 Uhr. Bei mir ist erstaunlicherweise noch nicht viel passiert, bis auf dass ich gefrühstückt habe. Und ich war mit meinem Hund Gassi und es ist immer noch arschkalt draußen. Obwohl bei euch, ich weiß nicht mal, wenn dieser Part erscheint, ob es dann immer noch kalt ist. Ne? Man weiß ja nie. Oh, net Voltoball. Please net dieses Kackding. Okay, ich wechsle doch. Bitte nicht dieses nervige Scheißding mit Explosion, Finale, was weiß ich, wenn du mich willst, tötest nicht, wa? Der wechselt doch. Wir nennen die wieder. Das ist sehr gute Switchin. Ich verstehe schon. Das wird die Drachenklaue wesentlich. Ja. Hat die Drachenklaue wesentlich besser weggesteckt als das Voltoball, richtig. Sehr intelligenter Spielzug, lieber Antagonist. Bist du eigentlich nicht? Der Antagonist ist ja. Jesus. Was bist du, du Random Trainer? Ich wollte dich nur nicht Random Trainer nennen. Ich wollte so ein Special Name geben, weil du. Kann es sein, dass er der allererste ist, der bis jetzt gewechselt hat? Oder hat er schon mal jemand gemacht? Glaub nicht. Ich meine nicht. Das wäre sonst. Oh Gott, wie viele Team Plasma-Leute sind denn noch hier drinnen? Jetzt ist aber auch mal wieder gut, Team Plasma, ganz ehrlich. Vor allem diese Outfits. Vor allem das, was mich am meisten an diesen Outfits stört, ist dieses Tuch da oben. Oder was auch immer das sein soll, dieses mittelalterliche Scheißtuch da. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber. Das schaut aus, ey. Schadenstoß, ja, eine Prio-Taktik. Wer hat denn sowas an? Ein Henker hatte das, glaube ich, nicht an, oder? Hatte das ein Henker damals an? Ich weiß. Fliegen kommt. Fluch. Oh. Ja, wir sollten wechseln. Oh, er hat nur ein Pokémon. Dann war es jetzt dumm, was er gemacht hat. Fluch kommt. Macht. Ih, 23 Kapitan hier. Ja. Er schafft sogar Saphira. Ich habe zwar gesagt, ich werde es wahrscheinlich nie einwechseln, aber. Also, wenn Saphira das nicht schafft. Dann hat es auch nicht Verdienstleben. Ich meine, das Ding kann nur Bodycheck. Und du hast einen Flammenwurf. Und nicht mehr damit. Aber man stirbt es am Rückstoß. Eventuell Level 34. Sehr schön für Saphira Level 34. Das ist gut. Immerhin nehmen wir ein paar Level mit. Ne? Das ist das Einzige, was hier gerade gut an Team Plasma ist. Ansonsten nervt es mich gerade hier nur. Ansonsten nervt es mich einfach nur zu Tode. Scheiß Team Plasma. Ah. Mal schauen, hoffentlich finden wir jetzt nochmal ein gutes Item. Ist das ein gutes Item? Ihr merkt schon. Ich bin richtig dabei. Ich bin gerade richtig dabei mit dieser Elektrolithülle. An sich mag ich die Elektrolithülle ja ganz gerne. Ich finde das Prinzip auch ziemlich geil mit den Steine verschieben. Und ich mag die Farbe von der Elektrolithülle auch sehr gerne. Diese blaue Elektrizität nenne ich sie jetzt mal. Neuen Pokémon, danke. Das schaut schon sehr, sehr geil aus. Auf jeden Fall sind zum Beispiel. Die Elektrolithülle ist zum Beispiel eigentlich mit so die beste Hülle, wie ich finde. Vom Design her jetzt. Von der Komplexität ist sie halt jetzt sehr schlicht strukturiert, ne? Aber das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Das ist eigentlich nicht schlimm. Aber ich mag sie von allen Höhlen. Wenn ich jetzt so im Kopf durchgehe, gibt es keine Höhle, die ich jetzt persönlich vom Design besser finde. Ah, Superschutz ist aus.
Haben wir noch in irgendeiner Form Schutz? Einen normalen Schutz? Dem Anschein nach nicht. Nee, haben wir nicht. Ach, schade. Und die Ass-Trainerin hat uns erwischt. Oh Gott, was hast du? Du hast, glaube ich, normalerweise ein Emolga. Und noch irgendwas, glaube ich. Jetzt hast du ein Staravia ist kacke, das hat Bedrohung. Level 36, ja, scheiße. Level 36 ist tatsächlich sehr gefährlich. Das ist. Ich würde jetzt gerade so gern wissen, auf welchem Level die Arena-Leiterin ist. Ich meine aber, glaube ich, sogar Level 38, nur nicht ganz Level 40, ne? Aber 38 bringt halt trotzdem 6 Level höher. Nein. Sogar 8 Level höher. Nicht 6, 8 Stück. Oder? Warte mal, also 38, 3,8 mal 2, 6, 1,6, 7, Tatsache, 8 Level. Ey, die müsste ja prinzipiell Level 46 mit dem stärksten Mon sein, wenn ich das richtig ausgerechnet habe. Bitte sei nicht Level 38, das wäre einfach viel zu hoch gelevelt für mich. Ich sehe schon, ich werde an diesem Level-Ding werde ich sterben. Das wird mir diese Challenge rippen. Ich sehe es schon. Ich sehe es halt. Da wird dann auch ein Pike. Da wird halt auch ein Pike hier nichts mehr reißen. Auch wenn 10 Level Unterschied, ich gesagt habe, wäre nicht so schlimm. Castell. Das ist höchstwahrscheinlich der Encounter für einen Zapladin. Weil was ich noch halt oben gefunden habe, war ein Gardevoir. Das wird wahrscheinlich. Was weiß ich, was es ersetzt hat. Erstmal unten lang. Da ist noch ein Item. Natürlich muss noch ein wilder Encounter kommen. Danke. Oh, ein Check. Hä, gibt's hier unten neue Mons? Weil das eine neue Etage ist. Das wäre natürlich interessant. Weil dann könnten wir nämlich den einen Encounter verbraten, sollten wir noch einen Drachen finden. Shaker rein. Ich mag Shaker rein. Ich mag auch Shellast. Ich mag auch Shatterra. Ich mag allgemein die Sinnoh-Stader. Ist hier ein Item. Ich wollte gerade den Item-Radar machen, aber anscheinend sind da nur die zwei unten. Oh, Shellkarain hätte ich mir echt gerne gefunden. Ah, Shellkarain, du bist so ein Top. Auch wenn du danach eine Vierfachschwäche Eis hast, ne? Das ist natürlich, ne? Aber eine Vierfachschwäche Eis bin ich ja schon als Drachenliebhaber gewöhnt, ne? Kennt man ja irgendwoher. Knarrkrag, Butalanda, Libeldra, Altaria. Mir fällt gerade, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist Gen 2 sowie Gen 5 die einzige Gen. Und Gen 7 halt jetzt auch. Oh, Gelatine. Die einzigen Gens, in denen es. Das sollte Rambus reichen. In denen es keinen Drachen mit einer Vierfachschwäche Eis gibt. Weil in Gen 2 gab es halt nur Seedraking als Drachen. Oder? Ja, doch. Bin ich mir relativ sicher. Dann in Gen. Lass mich lügen. Was habe ich gesagt? 5 ist ja nur Trikefalo und Maxax und Chadrago. Die haben ja nur eine Einfachschwäche. Und in Gen 7 haben wir Tortonator. Der hat gar keine Eisschwäche. Zenlong heißt das Ding ja. Hat auch keine Eisschwäche. Genauso wie. Nein, doch, Zenlong hat halt eine Eisschwäche, aber eine normale und. Bitte kein Poison. Und. Wie heißt denn das andere Ding, was noch? Komo-o, genau so heißt das. Das hat auch keine Vielverschwäche. Also. Weil ansonsten haben wir in der ersten nämlich Dragoran. Ach, du hast noch einen Mon. Oh, lol. Haben wir in der ersten nämlich Dragoran. In der zweiten haben wir. In der dritten, meine ich, haben wir. Haben wir Butalanda, Libeldra, Altaria. In der vierten haben wir Knackrak. Die Eiger und Pike ja jetzt nicht. Aber Knackrak ist halt da. In der sechsten hätten wir dann noch. Neumann halt. Oh, ist schon kritisch, ne? Diese ganzen Eisschwächen. Ist schon kritisch. Ach ja. Wenigstens ist der Drachentyp nicht mehr ganz so OP. Ich finde ihn noch immer relativ stark. Hä? Wieso ist hier ein Eis? Ach so, das soll da oben sein. Ja, da möchte ich aber jetzt nicht hin. Da unten ist auch nochmal irgendwas. Aha. Geben Sie mir das als Schutzband. Interessant. Das ist interessant. So, wo ist das Item hier? Schon wieder ne. Warum kriege ich so oft dasselbe Item?
Das finde ich doof. Wir haben gerade nicht mal Schutz an und kommen hier durch. Okay, es ist doch irgendwo anders. Dann scheiße ich auf dieses Verstecktheit. Und ich merke gerade, wir sind doch. Wir brauchen doch ein bisschen länger hier drin, als ich eigentlich gedacht habe. Und Keifel, geh bloß weg, klar. Geh bloß weg. Geh bloß weg, Grim. Gut. Wir brauchen doch ein bisschen länger. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt wirklich hier so lange rumgammeln in dieser Kackhöhle. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Dann werden wir wahrscheinlich doch nur heute noch die neuen Pokémon fangen. Und nach Möglichkeit den Trainern aus dem Weg gehen, ja. Ich denke, so machen wir es, ja. Dann ist das halt so. Mei, ist nicht so. Ich meine, ich weiß eh nicht, wie lang der Turm der Runden und sowas. Machen wir jetzt einfach. Ich meine, das war nur rhetorisch gesehen, ob wir das schaffen oder nicht. Das stand natürlich in den Sternen. Es hätte natürlich immer was passieren können. Bitte kein Giftdorn, danke. Schon wieder kein Level Up. Dieses kurz vorm Level Up sein, ne, es triggert mich ein bisschen. Und ich würde tatsächlich sagen, wir bleiben jetzt doch mit Butterlander noch gesamt einfach hier vorne, weil wir müssen ja jetzt gleich gegen N kämpfen und. Obwohl der hat solche Monster wie Clicker und WhatsApp, die werden auch durch einen relativ schwachen Encounter tatsächlich ersetzt. Unser Vierer erreicht auch Level 35. Überrascht mich ein bisschen. Finde ich aber auch gut. Ja, dann packen wir doch. Packen wir es doch vor. Obwohl der ist auch Level 34. Ja, was soll's. Das heißt, Crimson kriegt jetzt erstmal die Überreste. Wenn ich sie finde. Da. Weil die sind sicher nicht verkehrt mit einer 118er KP. Base, naja, Base ist es nicht. Das ist das falsche Wort. Obwohl, nein, die möchte ich eigentlich. Ich möchte dir nicht mal das Glücksei ergeben. Ich möchte, dass du den Evoliten behältst, weil sonst. Du sollst ja nicht. Oh, Impagato! Das wäre auch cool gewesen. Oh, so viele coole Monster hier drin. Wieso bist du? Tatsächlich, was ich ehrlich gestehen muss, ich hätte Impagato gerne als Drachen. Impagato ist schon ein cooles Mon. Ich hätte es gerne als Drachen gesehen. In so einer Mega oder sowas. Aber Megas wird es nie wieder geben. Ah, die sind RIP. Da ist noch ein Gegner. Ass-Trainer. Ass-Trainer sind halt so mit die schlimmsten Gegner, die wir momentan kriegen. Später wird es noch schlimmer, wenn wir Veteranen uns entgegenstellen müssen. Oh, Kurde. Nee, das machen wir nicht mit Joker und das dauert mir sonst zu lang, weil. Kurde hat einen guten Death-Wert. Und wenn wir schon einen Wassertyp in unserem Repertoire haben, ne, gehen wir mal in die Fachkreise, ne, dann sollten wir jetzt hier oh, einfach die Aqua-Welle rausholen. Kurde war tatsächlich auch mit eins meiner Lieblingsmon im Third-Gen-Anime. Der Third-Gen-Anime war wirklich gut, der hat mir echt gut gefallen, muss ich sagen. Wirklich muss ich jetzt wieder darauf hoffen, keine Paare zu kriegen. Der hat mir wirklich gut gefallen. Der hat Spaß zum Zuschauen gemacht. Das hat wirklich Spaß gemacht. Nur bei dem Doppelkampf habe ich nicht ganz verstanden, wie die das gemacht haben, nachdem das Schwalbos mit Pikachu aus irgendeinem Grund statisch aufgeladen war und so golden war, ne? Nein, das stimmt einfach nicht. Das kann nicht sein. Der Schwalbos müsste eigentlich verrecken dran. An der Donnerblitzattacke und kann die nicht irgendwie aufnehmen. Oder irgendwie sowas war da, glaube ich. Ja. Und da hat es mir auch ganz gut. Da war auch Ash's Team ganz geil. Oh, nicht Brille. Na toll. Achso, das. Das ist ja nur Knacks. Okay, ich dachte, jetzt kommt Saphira. Reicht das gut? Weil, was war. Das Ende vor allem war ziemlich geil, wo dieses Turnier war und dann in dieses Kampf. Wie heißt denn das Ding? Fällt der Name nicht ein? Das war die Kampfzone, genau, und da, oder in irgend sowas ist er ja reingegangen, meine ich. Das war ganz geil, das hat mir gefallen. Vor allem mit Gewalt, oh, Gewalt war auch so war so ein geiles Teammitglied, das hat mir so gefallen. Krebskorps, ich fand es tatsächlich gut, dass Krebskorps sich nicht zu Krebutag entwickelt hat. Ich mochte Krebskorps irgendwie. Ach ja, Krebskorps mit seiner Krabhammer-Attacke. Was konnte denn noch mit Krabhammer und Blubstrahl? Ich glaube, das waren mit die einzigen Attacken, die er genutzt hat. Ich glaube, ein paar Mal hat er noch Herndner benutzt oder sowas. Und ich glaube, Klammer oder sowas konnte das Ding noch. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Und da ist ein Dufflor. Ich sehe die Statusattacken schon. Oh. Hat das überhaupt Schaden gemacht? Wir sind sogar ein Level drüber. Ich sehe schon, das mäßige Wesen bringt uns einfach mal absolut gar nicht. Das verstärkt unseren Flammenwurf irgendwie. So.
0%. Also Knackse, das solltest du jetzt dann doch schaffen, ne? Das ist jetzt. Duflo ist jetzt nicht so ein Gegner, den du nicht reißen könntest. Ich weiß, du bist paralysiert. Er weiß, das stinkt dir. Das stinkt mir auch. Aber du könntest jetzt auch einfach durchkommen. Dann wäre das Ding weg. Danke. Sehr schön, dass du einmal auf mich hörst. Finde ich gut. Obwohl bei Joko, ne? Der hört ja eigentlich immer auf mich. Von dem sollte ich nicht enttäuschen. Oh. Warum ausgerechnet das Ding jetzt? Scheiß Voltoball. Was haben denn heute alle Trainer mit ihrem Voltoball? Das Pokémon mit dem besten Design. Müsste ich mal angemerkt haben, ne? Es sieht so gut aus. Es ist so innovativ. Ein umgedrehter S hat das einfach überlebt. Ich glaube. Es hat das einfach überlebt. Kann es eigentlich sein, dass in diesem Stadium, also in diesem Endkampf, er nur Scheiß-Pokémon. Ja, er hat nur Scheiß-Pokémon. Das hat er sowas von eindeutig. Oh, das Frühlingsseezug ist. Das mag ich am wenigsten. Kronjuwel sieht am besten, finde ich, in der Herbstform aus. Das finde ich. Ansonsten. Die Winterform mag ich auch noch gerne. Die Sommerform. Ja, geht. Ist halt jetzt dasselbe wie die Herbstform. Man kann sich jetzt streiten, ob Sommer- oder Herbstform als erstes da war, ne? Oh, ist das denn ernst? Aber ich mag die Herbstform tatsächlich am liebsten. Dann die Winterform. Dann die Sommerform und dann die Frühlingsform. Die Frühlingsform, weiß ich nicht, nur mit den Blüten da oben ist es verständlich, dass die nur da sind, ne? Das ist schon logisch. Oh, ich mag es trotzdem nicht. Das ist nicht. Ich finde aber die Idee dahinter sogar ziemlich cool mit den Jahreszeiten. Stimmt, Jahreszeiten war ja auch was Gen 5 Exklusives, kann das eigentlich sein? Weil ich glaube, das finde ich eigentlich ganz cool mit diesen Jahreszeiten. Warum hat man das nicht behalten? Das finde ich doof. Das merke ich gerade, dass vor allem, da die Jahreszeiten auch ein bisschen die Overworld da ein bisschen beeinflusst haben, weil eigentlich genau genommen nur der Winter und der Herbst. Weil im Herbst dann relativ viele Blätter an manchen Stellen lagen und im Winter halt Schnee lag, ne? Logisch. Logisch? Ja, ist logisch. So, könnt ihr mich jetzt bitte in Ruhe lassen? Arigato gozaimasu. Danke. Bill, halt doch einfach die Fresse, ganz ehrlich. Was willst du denn? Ja, geh halt hinter Professor Escher. Das ist mir so egal, das glaubst du gar nicht. So. Jetzt können wir heilen. Dann können wir uns noch drei Pokémon, drei Encounter anschauen. Ich hoffe, wir laufen nicht in den Trainer. Ich versuche, möglichst jedem Trainer aus dem Weg zu gehen. Wird schwierig, sage ich jetzt schon. Aber ich werde mein Bestes tun. Dann können wir noch ein paar Sachen verkaufen, aber als erstes möchte ich mir tatsächlich die Tames anschauen. Bitte. Ja, das einzig Gute wäre Giftstreich, aber Giftstreich bringt mir tatsächlich im Gesamten eigentlich gar nichts. Ah, nur Scheiße wieder. Rote Karte verkaufen, Schutzband werden wir auch nicht brauchen. Jetzt behalten wir mal Perle verkaufen, Blattstein verkaufen. Blaue Flöte, Leuchtstein können wir gleich zwei Stück sogar verkaufen, wow. Heißbrocken brauchen wir auch nicht. Drei Nuggets, okay, das ist sehr geil, das bringt viel. Muskelband Bollenhelm, die Machtlinse kann weg. Ne, den Bollenhelm möchte ich bitte behalten. Riesennugget kann man nicht verkaufen. Schrägrauch kann eigentlich auch weg. Genauso wie der Toxic Orb weg kann. Wir müssen ja jetzt nicht alles wegmachen. Macht das weg. Aber sonst ist mein Dings so voll und das möchte ich nicht. Spezial kann weg. Obwohl Spezial hätte ich eigentlich sogar ganz gerne noch behalten. Alte Vase kann man nicht verkaufen, nicht? Ja, passt schon. Oh, wir haben noch ein Schildfossil. Oh, lol. Wir kriegen noch einen Encounter davon. Lol. Das müssen wir auf jeden Fall merken. Also, wir haben jetzt noch den Galapafloss-Encounter. Warte, ist das Schildfossil? Ja, das Schildfossil ist schon Schild. Erstmal 15 Dinger kaufen. Dann Hypertränke. Haben wir noch 10, okay. Dann würde ich nämlich am liebsten noch Topschutz kaufen, ja. Damit wir das für später auch da haben. Damit wir da nicht genervt werden und schön Topschutz haben. Ich weiß nicht, ob 10 im Endeffekt reichen werden. Ach, wir kriegen. Reichen werden, aber naja. Und da ist die wunderhübsche Geraldine. Oh. Geraldine, voulez-vous coucher avec moi? Man könnte jetzt gerne googeln. Dann wisst ihr, was das bedeutet. Geraldine. Das ist die beste Arena-Leiterin, ne? Die ist gut angezogen, schaut gut aus,
hat die richtigen Kurven. Muss ich mehr dazu sagen? Ich glaube. Hat Flug-Pokémon. Flug-Pokémon sind nicht scheiße. Eigentlich ist kein Typ wirklich scheiße. Sei mal ehrlich, kein Typ. Jeder hat was Interessantes. Geraldine. Ja. Ich komme dann gemeinsam, gehen wir in den Turm. Dort werde ich dich peinigen. Das klang jetzt einfach in Millionen Formen falsch. Aber was soll's. Ich überlege gerade, wir kriegen doch hier oben Ladestrahl. Gibst du mir Ladestrahl? Hypnose. Ist das ein verschissener, ey? Hast du mir eine dumme TM? Hypnose gibt. Also wäre es wenigstens Nachtmahl gewesen. Da hätte es Style gehabt. Und wir haben, ist ja nicht so, dass wir schon Grasflöte haben. So, tauschst du auch irgendwas, Sedimantor? Nee, möchte ich nicht. Tatsächlich hätte ich eher einen Emolga gegen Sedimantor getauscht. Dann hätte ich nämlich jetzt einen Brokkolo. Erwischt er mich, wenn ich da runterkomme? Ich glaube ja. Ich möchte nämlich als erstes diese hinteren Encounter hier holen. Erstmal zum Turm der Ruhenden. Ich weiß noch nicht. Okay, da ist der erste Encounter, falls das. Da sage ich ganz ehrlich, das hätte ich gerne gehabt. Das wäre so ein geiler erster Encounter gewesen. Oder meine Fresse wäre der geil gewesen. Zweiter Encounter. Das wäre auch so geil gewesen. Hört auf, so geile Pokémon zu haben. Macht mich nur neidisch. Ich glaube, ich sollte lieber Brutalanda freuen. Weil Brutalanda ein bisschen mehr tankt und Bedroher hat. Das heißt, wenn man physisch offensives Mon uns, sich uns entgegenstellen möchte. Drittes Mon. Papinella, das hätte ich nicht gerne gehabt. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gebraucht. Oh, Kinders, bitte. Gib mir einen Drachen. Gib mir einen Seedraking, gib mir einen Max-Up, gib mir einen Trikefalo. Gib mir irgendeinen Legi, gib mir einen Latios. Gib mir einen Latias. So, geben Sie mir etwas Gutes. Und nicht bitte dieselben Mons. Ich möchte jetzt hier echt nicht so lange suchen. So, dass wir nämlich bis zum nächsten Part dann trainieren können. Ich hoffe, ich laufe bis zum nächsten Part nicht in irgendeinen dummen Trainer rein. Das wäre natürlich, oh, das wäre Schande. Ah. Ich habe die Stelle, die Vermutung auf. Wir werden hier nicht so schnell noch was Neues finden, weil anscheinend gibt es hier nicht viel Neues. Vielleicht schaue ich dann offscreen danach nochmal. Aber dem Anschein nach möchte sich nicht mir jetzt ein Drache offenbar. Vielleicht gibt es einen. Ich bezweifle es aber was soll's. Deshalb gehen wir jetzt in den Turm der Runden. Hier müsste es ja prinzipiell müsste es hier nur zwei Pokémon geben, die man fangen kann. Weil es gibt einmal Lichtel und einmal Pygraulon, die man hier fangen kann. Das heißt, im Prinzip dürfte es hier auch nur zwei neue Pokémon geben. Wenn das erste ein Drache wäre, wäre das... Ich glaub's nicht! Wir kriegen es wirklich. Oh Gott. Da ist wirklich ein Latios hier. Ey, wie viel Glück haben wir eigentlich? Das ist unglaublich. Aber das kann ich ja jetzt nicht Feuer-Odem nennen. Setzen wir mal Rambos ein. Das wird doch sicher eine Feuer-Odem überleben. Aber Rambos macht sehr guten Schaden. Ey, wenn wir Latias kriegen, ne? Das Ding, wir können mit dem Ding Seelentau benutzen. Kritter ist jetzt bloß nicht weg. Oh, das ist eine so gute Range. Im Prinzip müsste hier nicht der Finsterball sogar zählen, wie viele Finsterbälle haben wir. Okay, vier haben wir. Bleib einfach drin, Latias. Du weißt, dass du es willst. Okay. Rechte Hand. Hat das Nachsmacher rechte Hand bis jetzt gezeigt? Anscheinend hat es jetzt nicht die besten Angriffsattacken gegen uns. Wir werfen mal einen Pokéball. Hat ja bei Dragon ja auch geklappt. Okay, Latias ist anscheinend nicht so doof. Bodyguard, rechte Hand, Nassmacher. Puh. Die guten Attacken, ne? Wieso habe ich nicht gleich einen Flottball geworfen? Ich weiß es nicht. Aber das Schöne ist, ne? Kinders, wir haben Donnerblitz und Flammenwurf und das werden wir dem Ding beibringen können. Und Feuer-Odem. Oh, lecker. Und von selber sollte es eigentlich auch eine Psycho-Attacke lernen. Aber dass der Hyperball nicht mal, bei einem Hyperball nicht mal einmal wackelt, das macht mir Angst. Hör auf damit, Latias. Hör auf, was hast du?
Aber hat es wirklich keine einzige Attacke, um uns anzugreifen, kann es sein? Wir werfen mal einen Safari-Ball. Vielleicht findest du ja den Safari-Ball geil. Das weiß ich ja nie. Eins. Schade. Schon öfters bewegt. Natürlich hat das Feuer-Odem. Das hat auch noch guten Schaden gemacht. 28, das heißt, mit einem Crit macht es Minimum 56. Sollte das eine schlechte Roll für Latias gewesen sein. Ja, komm, Hyperball, go. Einfach weiter Hyperball. Please bleib drinnen. Bleib doch einfach drinnen, Latias. Und drück nicht Feuer-Odem. Da reicht halt jetzt wieder ein Crit, ne? Das ist so das Problem. Das heißt, wir müssen hier eine Stelle. Energiestaub macht doch 50, naja. Ne? Mach bitte weiter rechte Hand, Bodyguard, nass machen. Genau, so ist es gut. Das gefällt mir. Somit verstreichen wir auch ein paar Runden, ne? Damit verstärkt sich auch der Timerball. Eigentlich müsste doch prinzipiell irgendwann der Timerball müsste ja der OP-ste Ball sein, weil wenn, was weiß ich, wie viele Runden verstrichen sind, muss ja irgendwann das Pokémon in dem Ding drin bleiben, oder nicht? Wenn ich jetzt das so überlege. Eins, zwei, drei. Ja, mein Latias, ist das geil. Ist das geil. Ich glaub es nicht. Scheiße, wie nenne ich dich jetzt? Ich habe keine Ahnung, wie ich das Ding nennen soll. Ich spiele Latias tatsächlich nicht oft, also habe ich auch nicht wirklich Namen auf Lager, wie ich es immer nenne. Gibt es irgendwas Ähnliches? Ja, nein, eigentlich müsste ich Latios, wenn dann Sisko nennen, weil der hat ja einen Schwesternfetisch eher gesagt. Ich nenne es einfach Maria. Was weiß ich, Gottes Willen. Er ist halt ein Legi. Was, keine Ahnung, mir fällt kein Name ein. Oh, mein Latias. Es ist forsch, damit kann ich leben. Wieso sind so viele Mons von mir forsch? Können wir das irgendwie erklären? Oh, du wirst sowas von mit dem Seelen. Du wirst so geil sein mit Seelentau. Das ist einfach. Ey, ein geiles Latias, ne? Wir haben jetzt schon fünf Drachen, meine Freunde. Wir sind nicht mehr weit entfernt davon, ein volles Team zu haben. Das ist geil. So, Flammenwurf kriegst du auch noch. Oh, leck. Guckt euch dieses geile Moveset an. Das ist fast so geil wie Palkia. Aber nur fast. Palkia ist ein bisschen besser, dadurch, dass er noch die Aquawelle hat. Kannst du noch irgendwas Gutes lernen? Eiszeit habe ich tatsächlich überlegt, ob ich ihm beibringe. Mal schauen. Grasflöte macht nicht viel. Hat 60, okay. Weißt du was, dann kriegst du jetzt dabei noch Hypnose. Du solltest ja tatsächlich von selber eigentlich. Ich glaube, es erlernt von selber Drachenpuls und Psychoschock und Psychokinese und so. Ich bin mir da sogar relativ. Dass es das kann. So, jetzt müssen wir nur schauen, wie wir hier wieder vorbeikommen. Wir dürfen halt. Keinen Schritt zu viel machen, keinen Schritt zu wenig. Voltilan. Damit wäre das hier auch der vierte Encounter. Ich denke nicht, dass es hier noch irgendwas gibt, was in irgendeiner Form helfen könnte. Boah, der Part ist schon echt weit fortgeschritten. Ich hätte nicht gedacht, dass sich das wirklich so zieht. Ich dachte, wir kommen hier locker durch. Locker, flockig, schnell durch. Aber der gute Mann kann sich auch täuschen. Der gute Mann kann sich sehr, sehr wohl täuschen. Es fängt an zu regnen. Ja, Bedroher, bababa, lass mich in Ruhe. Ja. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, und? Zwei, eins. So, da sind wir wieder. Am Dava.
Da wollte gerade jemand rein und da ist noch ein Wackelgras, deshalb kontrolliere ich da nochmal. Damit haben wir 5 Encounter auch hier. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass wir rechts noch ein geiles Mon finden. Stellt euch mal vor, wir hätten jetzt noch ein Lad. Oh, das wäre so. Es wäre einfach wundervoll. So, kommen wir da passend. Nein, hört doch jetzt auf mit den dreckigen Encounter. Ich kann nicht mehr reden. Encountern. Seit der Typ mich und mein Bruder mich unterbrochen hat. Weil das Geile noch spielen wollte. Das Geile in der. Mann, oh Mann, oh Mann. Das hat man als kleiner, 8-jähriger, 10-jähriger. Nein. Warum muss die Scheiß-Trainerin mich jetzt gesehen haben? Oh, und auch noch 3 Pokémon. Ist das jetzt dein Ernst? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hätte ich jetzt nicht einfach durchgehen können? Ganz ehrlich, nein. So eine dumme Trainerin musste mich natürlich jetzt noch sehen. Dann musste natürlich passieren, wenn du jetzt Hornbohrer oder so einen Dreck einsetzt. Ne, ich warne dich, Ring. Ich warne dich. Finde deine Mutter und werde... Ich outspeede immer noch, das ist interessant. Tschüss, Rion. Wie das... Oh, gut. Kann das Ding Robustheit haben? Ich weiß es nicht. Ich glaube nur Facecam. U-Mod. Aha. Ist mir egal, wir sind im Regen. Das heißt, meine Aquawelle wird noch stärker. Oh, hör doch auf damit, wird noch stärker. Das ist ziemlich gut. Aber mein Flammenwurf wird da leider abgeschwächt. Ich muss das denn jetzt sein? Ganz ehrlich. Nervt mich doch jetzt nicht mit dem Scheißdreck hier. Ich will doch nur noch schauen, was das letzte Pokémon ist. Mehr nicht. Mehr will ich nicht. Ob ich noch einen Encounter bekomme oder nicht. Psystrahl. Ja, den Psystrahl kannst du hier sonst wohin stecken, ganz ehrlich. Hättest du mich jetzt verwirrt, ne? Oh Mann, ey. Natürlich outspeedet mich das Ding nach. Natürlich, ne, nachdem wir fast jeden Mon ein Minus-Init-Wesen haben, was für Drachen ziemlich kacke ist. Was eigentlich für jeden Drachen ziemlich kacke ist, aber naja, Saphira ist einfach Level 36, Leute. Galapafluss, was? Ja komm, also wenn das Saphira nicht schafft, ne? Das ist nur ein Galapafluss. Setz den Donnerblitz ein und bitte lass es einfach reichen. Lass ihn einfach keinen, aber er hat Robustheit oder Felskin. Das heißt, er wird das auf jeden Fall überleben. Galapafluss hat auch ein sehr süßes Design. Ich mag Galapafluss. Das ist niedlich. Ich find's niedlich. Das ist putzig. Aber jetzt ist es weg, Gott sei Dank. Ich überlege, ob ich von Dragonir den EP-Teil herunterziehen möchte. Ich glaube sogar schon. Nein, halt. Lass mich mit deinen verschissenen Bären in Ruhe, ja? Du Bärenfaschistin. Jetzt gehe ich schon in den Beutel. Also ich werde auf jeden Fall dann bis zum nächsten Part die Items sowie die Attacken ein bisschen umordnen wahrscheinlich. Na, was heißt Attacken umordnen? Eigentlich müssen wir dann nichts umordnen. Aber sag mir jetzt nicht, da kommen wir nicht vorbei. Oh! Spiel, please! Ich will doch einfach nur die letzten 2 Encounter sehen. Die letzten 2, was laber ich? Schauen, ob ich noch eine Möglichkeit habe, einen Mann zu fahren. Mehr will ich doch gar nicht. Schau weg. Das gibt es nicht. Wie die... sich genau in dem Moment zu mir geht. Sag mir bitte, du hast nur einen Mann. Danke. Picolent. Oh Gott, das bin ich. Wegen so einem Dreck. Mit so einem dreckigen, scheiß, schwachen Kackmann. Hast du mich jetzt herausgefordert? Weißt du eigentlich, wer ich bin? Weißt du eigentlich, wer ich bin? Und du... mit einem Picolent. Das ist einfach... as disrespected. Das finde ich nicht nett. Du hast es sowas von verdient, dass du jetzt diesen Luftschnitt nicht... treffen konntest dadurch, dass ich Fliegen eingesetzt habe. Boah, das hat schon, hat sich gelohnt, ne? Hat sich total gelohnt. Eigentlich kein... So. Jetzt erstmal heilen. Jetzt erstmal heilen. Warte, stopp, da heilt mich die Frau. Sollte sie ihm ein Päuschen gönnen? Ja, tue ich auch. So, und bitte sag mir jetzt nicht, dass da noch Doppelkampftussi sind. Nein, das sind sie nur... später, wieso Caster klingelt? Was? So ruft mich jetzt nicht meine Mama an oder so? Ja, ich bin's, Mutti. Ja, halt die Klappe, Mutti. Ist schon gut. Unsere Mutter schaut schon geil aus. Schau, ist schon gerät. Ist schon gerät. So, mal schauen, was gibt's denn hier so Schönes? Evoli und Panik. Ja. Sehr gute Pokémon. Ich will immer noch eine Evoli-Entwicklung vom Typ Drache.
Dann könnte ich mir dieses Evoli jetzt fangen. Oh Gott, das wird mit Bedrohung so näher. Das wäre schön. Das werde ich aber nie bekommen. Und ein Panikon. Was ich mich jetzt frage, ist, hier gibt es eigentlich sowas wie Zebritz und Kogmada, die werden aber jetzt nicht durch Panikon ersetzt, oder? Weil ich meine, es gibt Sesokids, das ist okay, das kann durch Evoli oder Panikon ersetzt werden, aber doch nicht beide. Oder Navitaub, Fluffo? Oh, wie schlecht wurden denn die ersetzt hier? Warte mal, wie viele Mons haben wir jetzt gesehen? 3, ne? Evoli, Panikon, Fluffo. Weil dann gehen wir nämlich noch da nach oben. Da, wo das normale Gras ist, da gibt es vielleicht ein bisschen. Ich möchte mir nur jetzt noch, ja! Ein Shadrago, das können wir uns fangen. Ist das geil? Ey, das gibt es nicht. Das ist ja geil. Wir kriegen ein volles Team, sollten wir das jetzt fangen. Aber zur Not können wir unseren Encounter einsetzen. Rambus, go! Bitte keine Rauhaut. Was ist das Rauhaut? Es hat Knirsche. Das ist interessant, das ist gut. Ich nehme jetzt die Rauhaut leider mit, weil mit Rambus mache ich so einen guten kontinuierlichen Schaden. Schlitzer, bitte kein Crit. Danke. So. Jetzt noch einen Rambus. Bitte Crit nicht Crimson, sonst müssten wir nämlich hier unnötig nochmal neu suchen. Danke. Wir könnten im Prinzip... Schon... Oh. Scheiß mich an. Mach mir nicht so eine Schiss in der Buchse, wenn der jetzt Verfolgung oder. Ey, der hat schon Drachenklaue und Knirsche. Das sind gute Moves. Bitte setz keine Drachenklaue an. Mach es einfach nicht. Knirsch. Weißt du, was cool wäre? Wenn du jetzt einfach in diesem geilen Hyperball drin bleibst. Das wäre schon sehr geil. Ich habe schon wieder nicht den Plotball geworfen. Natürlich tust du das nicht. Knirsch, okay. Ich warte eigentlich nur auf den Death Drop, ne? Ganz ehrlich, ich warte nur auf diesen ekligen Death. Das Gute ist, er ist auf minus 1, das gibt es auch gar nicht. Schade, Drachenwut, okay. Wir heilen. Wir heilen aber sowas von Kumomilch. Shadrago, weißt du, was geil wäre, wenn du einfach in dem Ball drin bleiben würdest? Wie Latias in etwa? Aufhören würdest, Drachenwut zu klicken, denn ich weiß nicht, wie viel eine verschissene Drachenklaue von dir macht, auch wenn du auf minus 1 bist. Schlitzer, gut. Bloß kein Crit, ja. Und wenn du jetzt in diesem geilen Hyperball drin bleiben würdest, wäre ich dir auch sehr dankbar. Eins. Eklig. Eklig. Wenn du schon einmal wackelst, dann kannst du auch einfach drin bleiben. Das ist überhaupt kein Problem, weißt du das? Das würde mir sehr gut gefallen. Eins, zwei, drei. Ja, vielen Dank. Wir haben ein volles Team. Ich glaube es nicht, dass ich das aussprechen darf. Wieso ist das Ding eine Höhle? Aber was soll's. Ich glaube es nicht. Aber wir haben ein volles Team. Wir kommen im Team Lego. Darf ich anmerken, dass das Ding wirklich wie Lego ausschaut? Wie so ein bisschen wie Lego. Du bist hastig. Das ist... Ah, das erste Mal, dass ein Plus-Init-Wesen hat. Und genau, du hättest es eben nicht gebraucht. Bei dir wäre es andersrum sogar besser gewesen wahrscheinlich. Zuf. Was zum Fick bringt mir bitte? Okay, wir können hier oben lang. Der geht anscheinend dann nicht lang. Dann können wir heilen. Wir haben ein volles Team. Ich glaube es nicht. Ist das jemals, dass dieses Wort in seinen Mund nehmen darf? Wir haben ein volles Team. Das bedeutet, bis zum nächsten Part muss ich wieder leveln. Yay, das freut mich. Das freut mich ungemein. Mit unserem vollen Team. Ich würde sagen, alles auf Level 36. Oder 37, 38. Das sehe ich ja dann, was ich wie hoch level. Weil zum Beispiel Latias, meine ich, braucht sicher ein bisschen länger zum Leveln. Aber naja, meine Freunde, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis dann und ciao.